begleitet mich auf eine Reise durch das Periodensystem der Elemente. Genauer gesagt, die Nukleinkarte, welche alle natürlich bekannten und künstlich erzeugten Atomkerne enthält. Ganz am Anfang unserer Reise stehen die beiden leichtesten Elemente, Wasserstoff und Helium. Diese beiden Elemente wurden bereits im Urknall erzeugt und sind somit Zeugen vom Anbeginn der Zeit. 99,9% aller Atome im Universum sind entweder Wasserstoff oder Helium. Wie erzeugt man aber nun schwerere Elemente, wie zum Beispiel Sauerstoff, welchen wir zum Atmen benötigen, oder Kohlenstoff, welcher Grundlage unserer Nahrung ist? Um diese weiteren schweren Elemente zu erzeugen, benötigt man Sterne. Sterne sind große, komprimierte Ansammlungen von Gas, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Im Innern dieser Sterne finden Kernreaktionen statt, welche nicht nur Energie und Licht produzieren, sondern auch weitere schwere Elemente. Beginnen wir bei Wasserstoff. 4 Wasserstoffatome zusammengebracht bilden einen Heliumkern. 3 Heliumkerne bilden Kohlenstoff. Ein weiterer Heliumkern an Kohlenstoff bildet Sauerstoff. Diese Kette setzt sich fort, bis wir am stabilsten aller Atome angelangt sind, bei Eisen. Um von Eisen weg weitere schwere Elemente zu erzeugen, müsste man weitere Atomkerne anlagern. Das würde aber Energie verbrauchen, anstatt Energie zu erzeugen. Wie kann man nun aber Elemente, die noch schwerer sind als Eisen, wie Silber, Gold, Blei oder Uran erzeugen? Um diese weiteren schweren Elemente zu erzeugen, müssen neutrale Teilchen angelagert werden. Das Anlagern von neutralen Teilchen verbraucht keine Energie und kann somit weitere schwere Elemente erzeugen. Im sogenannten S-Prozess, dem Slow Neutron Capture Process, oder dem R-Prozess, dem Rapid Neutron Capture Process, werden sukzessive freie Neutronen an bereits bestehende Kerne angelagert und somit weitere schwere Elemente erzeugt. Der S-Prozess ist sehr gut bekannt, er findet in schweren Sternen statt, aber wo der R-Prozess stattfindet, ist weiterhin eine offene Frage der Wissenschaft.